Und was wird das jetzt? Was ist das gerade? Das ist jetzt frisch gehackter Koriander. Der kommt jetzt hier zum schon vorbereiteten, nicht geschnittenen, sondern von Hand gezupften Thai-Basilikum. Der ist thailändisch, drum Holy Basil. Holy Basil heißt das. Holy Basil heißt das, was ich heute für Sie koche, ja. Und? Und das ist jetzt eben der frisch gehackte Koriander. Ja, ja. Ja, also der wird von der Wurzel befreit, ja, so ja. Hier, ne, das schneiden wir ab, mhm. Und dann tun wir das klein hacken und dann geben wir das zu dem Basilikum. Mhm. Ne? Und das kommt dann später, kommt das dann zum Schluss dann rein in die Pfanne zu unserem Thai Surf and Turf and Holy Basil, was wir heute vorbereitet haben. Ne? Wir haben hier Rindsfilet, ja, lecker Rindsfilet. Und gleich ganz geht's weiter. Ja. Oh mein Gott. Und hier haben wir Black Tiger Riesengarnelen, ja. Das ist dann Surf Turf, ja, right? Ja, also die sind schon vorbereitet und mit aufgeschnitten entdarmt. Das ist ganz wichtig, schön sauber hier alles. Lecker gespült. Also hier haben wir jetzt frisch gehackten Pak Choi. Und geschnittene lange Thai-Bohnen. Das ist quasi die Gemüsebeilage zum Surf and Turf. Kann man nicht mehr davon nehmen, von den Bohnen, oder? Das sind alle. Ah ja. 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 Gut, und jetzt geht's? Jetzt geht's dann ab in die Pfanne, ne? Okay. Ja. Achtung, ganz wichtiger Tipp, ja? Olivenöl, ja, besonders frisch gepresstes, natives, kann man zum Braten verwenden, aber auf keinen Fall überhitzen, das ist nämlich total ungesund. Wollen wir nicht, ne? Und nicht zu heiß machen hier, ein bisschen Pfanne machen, ja. Und da kommt jetzt dann unser Fleisch gleich rein und dann geht's los, ne? Okay. So. Haben wir jetzt schön scharf angebraten. Das Fleisch als auch die Garnelen. Wir haben schon eine Farbe gezogen hier. Ja. So, jetzt kommt das Gemüse hier rein zum angebratenen Fleisch. Damit das auch schon flackig bleibt, können wir das nur ganz kurz anbraten. Also hier haben wir jetzt eine schon vorbereitete Soße. Da sind schon drinnen sogar Knoblauchstücke und frische Chili. Die Soße selber besteht aus Fischsoße, Austernsoße, ein bisschen Parteisoße ja, und Sojasoße natürlich. Ja, das kommt jetzt da in die Pfanne. Das ist wunderschön, sehr schön. Da kann ich noch ein bisschen Wasser dazugeben. Da kommt jetzt ein bisschen Wasser dazu, natürlich unsere frisch gehackten Kräuter, der Koriander und der heilige Basilikum. Handgezupft, niemals geschnitten, ganz wichtig. Und zum Schluss jetzt noch ein kleines bisschen Wasser dazu und die Soße. Schön. Ja, so einfach und so schnell bereitet man Holy Basil Surf and Turf vor. Das Ganze ist noch einmal gut durchmengen. Die Soße ein bisschen ziehen lassen und den Reis servieren natürlich und dann geht's los, ne? Danke! Sehr schön, super gelungen!